Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem neuen Video. Ich war diese Woche, um zwar genau zu sein, am Mittwoch vor 2 Tagen auf dem Kevin O'Quinn Event. Ich war dort eingeladen, beziehungsweise habe dort eine Firma repräsentiert. Das heißt, es war nicht alles ganz Vergnügen, aber ich war auf jeden Fall ganz, ganz aufgeregt, dass ich dort dabei sein konnte. Und ja, die haben dort die neue Herbst-Winter-Holiday-Collection vorgestellt für 2015. Und ja, als ich dort angekommen bin, haben sie mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen rumgeführt, haben mir alles so ein bisschen gezeigt, mir etwas noch mehr über die Marke erzählt. Wer Kevin O'Quinn nicht kennt, das ist eine ziemlich teure Marke, würde ich sagen, ein bisschen Luxusmarke auf jeden Fall. Für mich aber die Qualität ist unbeschreiblich gut. Ich liebe einfach die Produkte von denen, habe selber leider nicht ganz so viel, einfach weil es wirklich sehr, sehr preisintensiv ist. Aber wer auf hochwertige Kosmetik steht, sollte sich diese Marke unbedingt mal anschauen. Preis ist ähnlich wie bei Chanel, aber die Qualität nicht zu vergleichen. Also ich, meiner Meinung nach, ich finde Kevin O'Quinn viel, viel besser als Chanel Kosmetik. Viel, viel besser. Bloß, dass ihr so ungefähr wisst, wie ihr das so einordnen könnt. Ja, auf jeden Fall haben sie mich dort so ein bisschen rumgeführt, haben mir alles noch so ein bisschen erklärt von der Marke und mir am Ende die Kollektion, wie gesagt, vorgestellt, die neue, oder welche Produkte neu sind, was die Besonderheit darin ist und so weiter und so fort. Ich blende euch auf jeden Fall hier mal so ein paar Bilder ein im Laufe des Videos. Alleine schon die Verpackung ist so hochwertig, sieht so super edel aus. Also da merkt man schon, da steckt sehr, sehr gute Qualität dahinter. Und ja, nachdem quasi die Arbeit in diesem Sinne vorbei war, ging das Vergnügen los. Wir durften ein bisschen mit dem Make-up rumspielen. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen Make-up-Artists dort unterhalten. Die haben mir mein Make-up aufgefrischt und die Produkte verwendet, mir darüber was erzählt und so weiter und so fort. Und am Ende gab es dann noch eine Goodie-Bag. Ja, und ich musste natürlich so ganz cool bleiben am Ende. Das ist, ja, okay, danke für die Goodiebag und so, voll cool. Und danke, dass ich hier sein durfte und so. Aber innerlich bin ich ausgerastet. Innerlich war ich wirklich am Ende. Ich bin total ausgerastet. Ich bin, oh mein Gott, ich kriege eine Goodiebag, wow. Aber äußerlich ganz cool, verstehst du? Ja, auf jeden Fall gab es eine Goodiebag zu Hause, bin ich sofort drüber hergefallen. Und es sind so tolle Produkte dabei. Ich möchte die unbedingt zeigen, weil viele Produkte auch wirklich Limited Edition sind. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel, aber ein Produkt auf jeden Fall ist Limited Edition. Das heißt, zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Und ich glaube, viele der Produkte sind wirklich Holiday Collection, also wirklich nur für diese Saison sozusagen, so wie ich das verstanden habe. Ja, und ich würde sagen, ich fange direkt mal an. Ich habe diese Goodie Bag hier in diesem tollen Beutel bekommen. Der ist auch, finde ich auch schon ziemlich cool. Und drin war erstmal, das ist ganz schön peinlich, ich dachte am Anfang, es ist so, ach hier toll, so ein Infobook über die Marke und so, kann man noch was nachlesen. Aber nein, es ist tatsächlich ein richtig, richtig guter Make-up-Guide. Der kostet auch Geld, also es kostet $22 dieses Buch. Hier drin sind aber so viele geile Sachen, also ich bin total begeistert. Die haben noch ein zweites Buch und ich weiß jetzt schon, das brauche ich unbedingt. Also es ist eben einfach wie so ein Make-up-Guide, in dem ihr nachlesen könnt, wie ihr beispielsweise richtig Foundation auftragt, wie ihr richtig Concealer auftragt, wie ihr den settet am besten. Dann wie man konturiert, wie man richtig konturiert, was es da für unterschiedliche Techniken gibt, was ihr dabei beachten müsst, welche Produkte ihr dazu verwenden könnt und so weiter und so fort. Wie man einfach die Vorzüge von euch zur Geltung bringt, also die positiven Seiten eures Gesichtes zur Geltung bringt und wie ihr vielleicht negative Seiten von eurem Gesicht kaschieren könnt. Klingt ja so ein bisschen hart, negative Seiten, aber ihr wisst, wie ich meine. Ja, dann natürlich, was ist, wie man unterschiedliche Augen-Make-up schminken kann und so weiter. Zeige ich das nochmal. Ja, also sehr, sehr, sehr cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einiges teurere Bücher gehabt, gesehen, gelesen, die weniger guten Inhalt hatten als das Buch. Und das ist das Geld definitiv wert. Also ich werde mir auch das zweite Buch, wie gesagt, kaufen. Dann war zum Beispiel ein Tool dabei, und zwar diese Wimpernzange. Da bin ich sehr gespannt,
ob ich einen Unterschied feststellen kann zu den günstigen Wimpernzangen, weil eigentlich benutze ich keine Wimpernzange, weil ich hatte bis jetzt immer nur günstige und die waren halt Mist. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob die jetzt zum Beispiel besser ist. Dann war eine Mascara dabei, und zwar The Volume Mascara. Da bin ich ein bisschen erschrocken, weil die so extrem dünn ist. Und klein und so. Aber das Bürstchen ist auch super klein. Also das ist so klein, ist das. Ich denke, das kann man besonders gut nutzen, entweder wenn man natürliche Wimpern haben will. Bin ich ja nicht so der Fan von. Oder wenn man für die unteren Wimpern, also für den unteren Wimpernkranz. Werde ich mal sehen, wie die so ist. Freue ich mich auf jeden Fall. Und dann war noch ein Eyeliner dabei, also so ein Eye Definer. Das ist die Farbe Vanta oder Vanta. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles mal in die Infobox. Und so sieht er aus. Und ach, der ist so toll, weil das ist halt wie so ein Kajal. Und wenn man den swatcht, das ist so, es ist butterweich einfach. Und der lässt sich total super so smudgen, bisher so ausrauchen. Sehr, sehr cool für Smoky Eyes und um einfach nicht so einen harten Eyeliner zu kreieren, sondern mehr so den Smoky Look zu bekommen beispielsweise. Dafür ist der ideal. Und dann war dabei, das ist glaube ich so mit mein Highlight aus dieser Goodie Bag, einfach weil ich dieses Produkt sowas von vergöttere und ich die Ehre hatte, das schon mal zu testen und ich es einfach liebe. Das ist dieser Liquid Highlighter. Ich weiß gar nicht, die haben glaube ich Farben, aber ich habe keine hier gefunden. Das ist halt einfach ein flüssiger Highlighter. Und der ist auch ziemlich gehypt. Also viele, die von der Marke nichts kennen, die kennen aber auf jeden Fall diesen Highlighter. Mir fällt es schwer, dafür Worte zu finden, einfach weil es der perfekte Highlighter ist. Er macht Glow, aber so wunderschön und teilweise, ich weiß nicht, das kann man nicht erkennen mit dem Licht. Bitte probiert den unbedingt aus. Ich liebe ihn einfach über alles und das ist mein absoluter Favorit von Liquid Highlightern und ich bin ja Highlighter obsessed. Heißt, ich habe da auch schon eine Menge ausprobiert und das ist ein unglaublich toller Highlighter. Den könnt ihr zum Beispiel schichten und einfach nur auf euren Wangenknochen geben beispielsweise. Ihr könnt den aber auch in eure Foundation mischen oder unter eure Foundation geben. Man kann ihn einfach so verschieden anwenden. Ja, also ihr könnt ihn einfach, wie gesagt, drunter geben und ihr habt einen wunderschönen natürlichen Glow im ganzen Gesicht. Oder ihr schichtet ihn auf euren Wangenknochen oder ohne Schichten, dann habt ihr den ganz natürlichen Glow. Also wahnsinnig schön. Null grobe Glitzerartikel. Ihr seht nicht aus wie eine Disco-Kugel. Er ist super einfach anzuwenden. Man kann ihn eigentlich gar nicht falsch anwenden, denn bei einigen Liquid-Highlightern ist es tatsächlich so, dass man da vorsichtig mit der Dosierung sein muss und man schnell mal aussieht wie eine Disco-Kugel oder im Laufe des Tages es schlimmer wird. Aber bei dem hier, wie gesagt, also atemberaubendes Produkt. Ebenfalls dabei war The Matte Lip Color. Es ist ein matter Lippenstift in der Farbe Blood Roses. Wer gerade dunkle Lippen extrem mag wegen der Jahreszeit, wäre wahrscheinlich der perfekte Lippenstift für Yamina 1404, wer sie guckt, eine meiner liebsten YouTuber. Das ist einfach mal die perfekte Herbst-Winterfarbe. Diese Farbe ist so der absolute Wahnsinn. Und guckt, also krass, oder? Es ist so geil, das ist ein richtig geiles Weinrot. Das ist ein richtig, richtig tolles Weinrot. Bordeaux-Weinrot, also unglaublich schön. Und obwohl er matt ist, ist er trotzdem super cremig. Also das, und zur Verpackung, ich meine, muss ich auch nichts sagen. Wie gesagt, ich finde sie super hochwertig und super edel. Ich will unbedingt, ich habe da mich noch in, glaube ich, zwei Farben, weitere Farben verliebt. Die waren, das eine war Nude mit so ein bisschen Morph, ist ja absolut mein Ding. Die muss ich mir unbedingt noch anschauen. Und die haben auch, sie haben verschiedene Finishes von den Lippenstiften. Die haben auch, glaube ich, Liquid Lipsticks, habe ich gesehen. Muss sie, glaube ich, alle haben. Ebenfalls neu
oder eben von der Kollektion, ist das Loose Powder, also so ein Translusion Powder. So sieht es aus. Die Packung ist einfach Hammer. Ihr macht es auf und dann kommt das so hier raus. Und alleine diese Puderquaste, wenn ihr die anfasst, ich kann die gar nicht benutzen, die ist so schön, die ist so weich und es ist sehr, sehr edel. Und ja, es sieht so aus und das hier, nicht erschrecken, das ist nicht das Puder. Das ist, es ist so wie so eine kleine Silikonschicht obendrauf und da sind kleine Schlitze drin. Das heißt, wenn ihr mit dem Pinsel reingeht, kommt ja Luft in das Produkt und drückt das Puder nach oben, aber eben wirklich ganz, ganz wenig. Das heißt, ihr könnt es nicht überdosieren oder irgendwas. Und das ist so, das ist wie Seide zwischen den Fingern, ohne Mist. Das ist, ich hatte noch nie so ein Puder in der Hand. Und Translusion Powder ist für mich echt so, also es ist für mich eine schwierige Kategorie, da das perfekte Puder für mich zu finden. Ich bin super gespannt, wie es so in meinem Hardcore-Test abschneiden wird, aber bis jetzt, also wirklich, ihr merkt, ich bin echt total geflasht von diesem Produkt. Es hat aber auch seinen Preis, ich glaube, das Puder kostet $58. Ich, wie gesagt, suche euch das mal raus bei Sephora oder so in der Infobox und schau mal. Ja, also das ist schon echt, das ist echt ein kleines Luxusprodukt. Dann war ein Brush dabei, freue ich mich sehr darüber, weil ich liebe Brushes, ich liebe, liebe, liebe Brushes. Und zwar sieht der so aus, ey, wahnsinnig edel, oder? So mit, der ist so weich, so krass. Die hatten noch sehr, sehr viel mehr Brushes, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch extra für die Collection ist. Auf jeden Fall ist es eben der Pinsel zugehörig zu diesem Translusion Powder, steht hier auch oben. Loose Powder und der ist so weich, ist so weich. Ja, die hatten wie gesagt noch viel, viel mehr Brushes, die mich sehr interessiert haben. Also wenn ich da nochmal rankomme oder wenn ich vielleicht zum Black Friday oder so, werde ich vielleicht mal mich zum Sephora begeben und mir die mal anschauen, in der Hoffnung, die haben sie dort da. Ansonsten halt alles online. Und last but not least, noch ein kleines Highlight aus dieser Goodie Bag, und zwar ist das diese Palette. Das ist eine Limited Edition Palette, und zwar The Contour Book Volume 2, Volume 2. The Art of Sculpting and Defining. Ja, so sieht die aus, so kommt hier raus, sieht so schön aus, oder? Und zwar ist das eben, wie der Name schon sagt, ein Konturierbuch. Und zwar zeige ich euch erstmal den Inhalt dieser Palette. Und zwar sieht das so aus. Ihr habt unten Augenprodukte, ich swatche euch gleich alles. Und oben habt ihr Konturierprodukte. Und zwar habt ihr jeweils einen Creme Contour Blush, eine Sculpting Cream und ein Candlelight Cream. Also jeweils ein Cream Highlighter und ein Cream Contour Product. Und dann nochmal das gleiche in Powder, also ein Sculpting Powder und ein Candlelight Powder. So, ja. Und so sieht es aus. Oben das sind die Creme-Produkte, Creme-Highlighter, Creme-Contour. Und unten alles nochmal im Puder. Ihr habt dann einen Spiegel. Und jetzt kann ich das Ganze... Und jetzt kann ich das Ganze einmal runterklappen. Es hat Magnet. Und da habt ihr quasi nochmal einen Guide zum Konturieren drin. Also Konturieren ist ja seit einiger Zeit mit Thema Nummer 1 in der Beauty-Branche. Und es ist auch tatsächlich nicht so einfach. Ja, und deswegen habt ihr hier einmal einen Guide, wie ihr richtig konturiert. Und hier habt ihr nochmal einen Guide, wie ihr eure Augen definieren könnt. Also Shaping and Defining. Ja. Und das andere, also fürs Face, ist es Highlighting and Sculpting. Also die Idee einfach ist sehr, sehr cool zum Beispiel. Ich habe das so in der Form auch noch nie gesehen. Und es ist quasi Buch, Palette in einem. Und ihr habt alle Produkte, die ihr dafür braucht in diesem Produkt. Und sogar in unterschiedlicher Ausführung, also sogar in Creme und in Puderform.
So, und jetzt wird mal geswatcht, weil ich denke, das ist somit das Interessanteste. Ich fange mal an mit der Sculpting Cream. Also das hier ist zum Beispiel die Sculpting Cream. Das ist auf jeden Fall ein etwas warmerer Ton, hat aber keinen krassen Orange- oder Rotstich. Es ist einfach ein bisschen wärmer, würde ich sagen, aber trotzdem nicht zu warm. Also es ist ideal zum Konturieren. Und daneben kann ich euch gerne mal das Sculpting Powder swatchen. Und das ist für mich das ideale Konturierprodukt, weil es die ideale Farbe hat. Es ist richtig, richtig schön aschig, schön kühl mit ein bisschen Graueinschlag. Also ja, einfach, es ist super aschig. Es ist super butterig, weich. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Also, und jetzt swatche ich euch auf jeden Fall noch die Augenprodukte hier. Also ihr habt quasi in der Palette zwei schimmerige Farben und zwei matte Farben, die also mit denen ihr einfach euer Auge richtig gut definieren könnt, also shapen. Und so ist es auch gedacht. Das hier ist jetzt Brighten, das ist Starlight, das ist Cool Tone und das ist Ruddy Earth. Also ich bin einmal rein und auf den Handrücken, ich habe hier auch keinen Primer oder irgendwas drunter. Also was soll ich dazu noch mehr sagen? Diese Palette ist für mich ein Allround-Talent einfach, weil ihr könnt euer Auge damit schminken, ihr könnt euer Gesicht damit konturieren und highlighten und für mich den Preis auch absolut wert. Ich bilde mir ein, um die $65 kostet diese Palette. Aber ja, wie gesagt, die ist so, so gut und die Qualität ist wirklich der Hammer. So, das war's jetzt schon mit meinem Video. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß auf diesem Event und bin sehr, sehr froh, glückliche Besitzerin von diesen tollen Produkten jetzt zu sein. Ich lasse euch auf jeden Fall auf Instagram und so weiter, folgt mir da auch gerne, wissen, was ich mir demnächst noch so anschaffe von Kevin O'Quinn, weil, wie gesagt, ich bin sehr, sehr überzeugt von der Qualität. Und ich mag es einfach, wenn ich weiß, ich habe Produkte, die funktionieren und die funktionieren für mich und welche einfach von der Qualität mich überzeugen. Und dann macht es mir auch Spaß, da ein bisschen mehr zu investieren. Ja, wie gesagt, ansonsten verpasst nicht meine letzten Videos. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!